wir heute sagen können, dass wir nicht nur wunderbare Damen bei uns haben, allesamt Schönheiten, aber auch noch ein Topmodel sich darunter befindet, ja? Und zwar ein richtig echtes, nachgewiesenes Topmodel, nämlich Eva Pattberg ist da. Eine echte Topmodel. Ich finde es ganz interessant, noch mal das Gespräch mit Frau Meckel anzuknüpfen. Bist du denn auch so ein wilder Facebooker und Twitterer? Ja. Ja. Schon. Also, es macht ja ein bisschen süchtig, leider. Und ich bin jemand, der für sowas sehr anfällig ist. Also auch für Computerspiele und so. Ich war auch eine Zeit lang eine bei denen, die auf Facebook genervt hat mit diesen Farmen und diesen ganzen Geschichten. Also, wo man dann seine eigene Farm hat, aber seine virtuelle Farm hat und dann Gemüse da anbaut. Und mittlerweile bin ich aber dazu übergegangen, einen richtigen Garten lieber zu haben. Macht viel mehr Spaß. Und man hat vor allem was zu essen. Du hast einen Garten im Internet angelegt und hattest eine virtuelle Farm. Ja. Okay. Es war eine sehr schwierige Lebenssituation. Es war eine sehr schwierige Lebenssituation. Steigert ja noch den Dialog aus. Aber das ist schlimm, weil man denkt dann wirklich so, man weiß so, die Kartoffeln, die brauchen jetzt 12 Stunden, bis die dann, bis man die erntet. Und dann überlegt man schon, in den 12 Stunden muss ich am Rechner sitzen. Und dann, also es ist keine schöne Geschichte. Nein, ich sehe das schon, das ist ein wahnsinniger Druck. Das ist das moderne Tamagotchi. Ja, ich sehe schon. Ja. Aber jetzt noch einmal wirklich im Ernst, also wenn du jetzt heute aus der Sendung rausgehst, twitterst du dann und sagst, wie es war und die Schöneberger isst die ganze Zeit, was man nicht sieht in der Kamera? Ja, ich mache das eigentlich schon die ganze Zeit, nein, Quatsch. Also so ich den Twitter-Account benutze ich eher so für so, also um die Fans, sag ich mal, ich habe auch gar nicht viele Follower, um die auf dem Laufenden zu halten, was gerade so passiert. Mhm. Also man kann das ja für sich als Musiker zum Beispiel, als Band oder als Prominenter generell in Deutschland auch nutzen, um irgendwelche Dinge, Fans, die gerade passieren, zu bewerben. Sehr wichtig, ja. Kai Pflaume hat doppelt so viele Fans wie Angela Merkel zum Beispiel bei Facebook. Ja, glaube ich sofort. Heißt die da auch Fans? Nee, Follower heißt die. Follower. Da. Nee, Fans. Ach, da heißt die Fans. Ja, okay. Okay. Wie viele? Jetzt bin ich neugierig. 290.000. Oh, my lordy, lordy, lordy. Ja. That's because you're a good-looking boy. Aber auch noch intelligent bist. Das ist ja furchtbar. Aber das ist eben nicht nur das Aussehen, sondern es kommt ja eben auch darauf an, was man da eben schreibt. Ja. Und so. Hast du keine Angst vor der totalen Entblößung sozusagen? Nee, also ich habe ein privates Account, das ich nur für Freunde und Bekannte benutze und Familie. Und dann habe ich ein offizielles, was ich aber auch gerade erst angefangen habe, weil ich bin da eigentlich auch nicht so wahnsinnig hinterher. Ich halte auch eigentlich generell meine Webseite nicht so wirklich aktuell. Mein Mann sagt dann immer, hier jetzt, stell doch mal rein, was du gerade gemacht hast und so. Ist ja nicht ganz unwichtig, auch für die Kunden, dass die sehen, man schreibt, dass man mit denen gearbeitet hat. Und jetzt habe ich mit Facebook offiziell gerade erst angefangen und habe da nur eine ganz kleine Fangemeinde sozusagen. Und dann muss man aber auch schon gucken, dass man halt auch mal was schreibt, was, sage ich mal, persönlich klingt. Persönlich klingt, ja. Ohne es zu sein. Das ist eben die, das ist eben. Und ich mache das dann meistens so, dass ich irgendwelche Fotos mache, nicht von Leuten, sondern von schönen Dingen, die ich irgendwie sehe oder was weiß ich jetzt, vom Käseteller hier auf den Tisch und stelle das rein. Guck mal, guck mal, so war der Käseteller bei der NDR. So trocken kann Käse sein. Genau. Nach 3 Stunden nicht. Ja, aber er wählt sich ja noch nicht. Noch wählt er sich nicht, genau. Nee, dann wären wir ja bei Wetten, dass. Da gibt es nämlich den gewählten Käse. So, aber du warst auch schon mal da. Also, du hast ein Buch geschrieben und es ist sehr lustig, weil du hast gesagt, eigentlich ist es jetzt ein Buch übers Model-Business geworden, was sehr interessant ist, weil man erfährt wirklich mal das eine oder andere. Du wolltest aber eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben. Also ganz ursprünglich wollte ich eigentlich ein Kochbuch schreiben. Ist klar. Mhm. Und dann, genau, und da hatte mich, dann waren dann auch so die Reaktionen, also ich habe mal einen Verleger dann dahingehend getroffen, war da aber auch nicht so wahnsinnig hinterher und ich glaube, der hat mich da auch gar nicht ernst genommen. Ja, kann. Und, und dann kam... Ich meine, ein schlankes Model kocht. Ja, das ist ja aber auch, ich lege jetzt meinen Mann, der ist so schlank und der kocht und der isst den ganzen Tag. Ja. Also es gibt's und jetzt habe ich jetzt in dem jetzigen Buch deshalb erstmal 3 Rezepte mit reingenommen. Also die hast du trotzdem mit drin? Um die Gemeinde darauf vorzubereiten, dass da eventuell noch mehr kommt. Noch ein Kochbuch kommt. Ja. Welche 3 Rezepte hast du denn reingenommen? Rouladen. Kohl oder Rind? Rind. Ich frage ja nur mal. Nee, Frau Pattberg ist, glaube ich, ein Fleischesser, ne? Ja, du hast gerne. Ja, aber gut, Kohlrouladen haben ja auch Fleisch drin. Ja, aber es war nie so mein Ding. Also, okay. Immer ein bisschen, Rinderrouladen, jetzt bin ich schon ganz wuschig. Couscous-Salat und Macaroni and Cheese. Macaroni and Cheese. Also deftig. Ja, deftig. Und meistens Rezepte, die man für viele Leute kochen kann. Weil ich koche oft für 8 bis 10 Personen, hast manchmal auch mehr. Hast du auch einen großen Tisch zu Hause? Ja, aber wir sitzen dann manchmal auch so, also dass man gerade so wie im Flieger so hantieren kann.
Aber Hauptsache ist genug Essen für alle da und dann ist auch okay, wenn es ein bisschen enger wird. Hast du eine mütterliche Seite? Sehr. Ja? Ja, ich bin sehr gluckig. Ja, wie äußert sich das? Ich muss immer für alle, ich werde ein bisschen hektisch, wenn viele Leute bei mir zu Besuch sind, weil ich das Gefühl habe, ich muss für alle sorgen. Und auch wenn, wir haben zum Beispiel einen Bekannten, einen Franzosen, wenn der zu Besuch kommt, der ist so ganz schmal. Hat man immer Angst, da kommt nicht durch den Winter. Ich immer füttern und dann frühstückt er ja aber auch nicht. Der trinkt dann nur ein Espresso und raucht eine. Und ich denke mir, hier jetzt isst doch mal was, das kann ja keiner mit ansehen. Und also ich bin so, ja, gluckig trifft es, glaube ich. Hat sich das, also warst du auch gluckig in deiner Modelzeit? Da wohnt man doch auch immer mit vielen Leuten zusammen und so. Oder ich könnte mir vorstellen, das sind alles so einzelne traurige, oder auch manchmal nicht traurige, aber heimwehhabende Mädchen. Dünne Mädchen, ja, das bringt ja der Beruf mit sich. Ja. Meistens war ich dann diejenige, die alles aufgeräumt hat, die abgewaschen hat, die, wenn eine Sicherung rausgeflogen war, das repariert hat, weil keine so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? also die waren alle immer so ein bisschen leicht unpraktisch. Aber ich kann mir die anderen Models genau vorstellen. Oh mein Gott, das Licht ist kaputt! Ich brauche einen Mann. Ja. Und, ist Gisela Schneeberger eigentlich auch glücklich? Ja, was meinen Sohn betrifft schon. Ich meine, der ist nicht den Sohn. Wie also wenn Gäste kommen, die aus Frankreich, die nur rauchen und Espresso trinken und nicht aber essen. Aber mir darf gar keiner rauchen in der Wohnung. Okay. Ja. Nee, in der Wohnung sowieso nicht. Also wenn, dann draußen. Ja. Ja. Auch das noch, aber dann hat man noch Angst, dass er sich eine Erkältung holt oder so. Also ich kann das total, kann das total gut verstehen. Du bist jetzt 31. Das ist ja ein bisschen wie beim Spitzensportler als Model und als Spitzensportler. Da bist du mit 31, jetzt ist es, die tuscheln ja schon über dich eigentlich, weil du schon so wahnsinnig alt bist. Ja. Mit was für einem Gefühl geht man sozusagen da rein, dass man so mit Riesenschritten der Rente entgegenläuft? Also eigentlich weiß man das ja schon, seitdem man 20 ist, dass es in zwei Jahren vorbei sein kann. Ja. Deshalb bin ich da jetzt eigentlich relativ überrascht, dass es überhaupt noch läuft. Und nehme das gerade gerne alles mit, was da so passiert. Und mich hat der 30. Geburtstag nicht jetzt wirklich vom Hocker gehauen. Mhm. Es war aber sehr interessant zu beobachten, wie hysterisch die Medien auf einmal wurden. Weil alle so sagten, ja, Frau Pattberg wird ja jetzt 30. Möchte sie uns denn ein Interview darüber geben? Und ich habe so gedacht, mein Gott. Ich fand auch den Druck von außen viel schlimmer als das, was man selber so verspürt hat. Also wir haben ganz schön gefeiert und der nächste Tag war auch nicht schlimm und ich weiß nicht, was habt ihr so voll. Schön auch wieder nicht gefeiert? Ja, das stimmt. Der Kater blieb aus. Du hast mal gesagt, und das steht auch in dem Buch zum Beispiel, dass du für diese Laufstegjobs, also was man immer so sieht im Fernsehen und so, dass du dafür eigentlich zu proper bist. Ja. Was? Ja. Oh Gott. Halt dich fest, Malte. Ja, ich weiß. Was bin denn ich? Ja. Happy wir sind Freaks dagegen. Wir sind nur in der Fetischabteilung zu buchen. Nein, ihr seid halt echte Frauen. Oh, nein, schlecht. Aber das ist schon so, dass du auch gesagt hast, also für den Job dafür ist es eigentlich richtig. Also ich habe das war eine Zeit lang eher so eine Vermutung von mir, weil ich hatte eigentlich so einen Lauf, wo die Agenturen gesagt haben, du aber hast gerade so viele gute Jobs gemacht, jetzt muss es auch mit den Schauen funktionieren. Mhm. Und dann blieb es aber irgendwie aus und auch die Agenturen haben dann eher so vermutet, wahrscheinlich liegt es daran, weil ich habe ein bisschen mehr Oberweite als die meisten Mädchen und dass es an solchen Sachen lag und dass die Designer sich damit schwer getan haben. Gerade weil das auch so eine Zeit war, wo ich Laufsteg gemacht habe, wo der Look eher sehr androgyn war. Mhm. Und das hat dann wahrscheinlich nicht so reingepasst. Jetzt ist, ist doch der Lollipop-Head, ne? Wisst ihr, was ein Lollipop-Head ist? Victoria Beckham ist, glaube ich, ein klassischer Lollipop-Head. Für deine Frisur, oder? Okay, wisst ihr, was ein Lollipop-Head ist? Nein. Das ist so und der Kopf ist größer als der Körper. Ja. Genau. Was bei Victoria Beckham nicht mehr ganz stimmt, dann, weil dann ist sie sozusagen drei Lollis in einem. Und was ein Chicken Filet? Ein Chicken Filet. Oder auch auf Deutsch Schnitzel genannt. Das sind diese Silikoneinlagen, die man sich in den BH legt. Die so, also, die Damen hier kennen die vielleicht. Ich kenne es nicht. Nein, ihr habt es Hey! Es sind so glibberige Dinger, die tut man in den BH rein. Und die meisten Models, also gerade bei Wäscheshootings, werden dann damit ausgestopft, weil die meisten halt nicht so viel haben. Also da wird auch gemogelt. Aber das ist doch völliger Quatsch. Also das heißt, die magern sich total runter, damit man ihnen hinterher Silikongebübbelt irgendwie wieder reinsteckt. Ja. In was für einer Branche bist du denn? Und dann muss man sich noch als Lollipop-Head beschimpfen lassen. Ja.
Aber sei froh, dass der Kelch an dir vorbeigegangen ist. Ich bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ja, ja. Haarscharf, haarscharf. War echt so. Ich finde das so schön, aber wenn man über dich hört, dann ist es eben Paris, New York, Mailand und dann aber auch Thüringen. Ja. Weil du eben so eine richtige Thüringerin bist. Ja, ich bin eine richtige Thüringerin und meine Eltern wohnen natürlich auch klar noch da und das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir, das kann ich auch nicht verleugnen. Und was passiert, wenn du da hinkommst? Dann rede ich ganz komisch. Wirklich? Fängst du an, anders zu reden? Ja, klar. Also mein Mann ist ja auch Thüringer und wenn wir dann zusammen nach Hause fahren, also man ist meistens sitzt im Auto und in dem Moment, wo wir die Grenze überfahren, fangen wir an, ganz komisch miteinander zu reden. Aber jetzt das R so. Ne? Ihr sagt zum Beispiel nicht Erfurt, sondern Erfurt. 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 Ja. Ja. Ist alles man kann es auch nicht so auf Kommando nachmachen. Nee, aber ich weiß, ich komme aus Hessen. Wie Thüringen, wenn ihr da über eine Grenze kommt? Na, über die Landesgrenze. Genau. Land der Frühaufsteher, oder was? Nee, was sind die Sachsen-Anhalt. Was sind die Thüringer? Land der Langschläfer. Ich weiß nicht. Frag doch nicht so faire Frage. Jetzt gibt es ja Ärger zu Hause. Sag mal, Erfurt. Erfurt. Oh, das klingt schön. Sag mal, als du eine Walküre gespielt hast, jetzt eine Walküre. Eine Walküre beim Ficky. Bei Ficky. Ja. Hast du da auch thüringisch gesprochen? Nee. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich noch so eine thüringische Version nachschiebe. Aber vielleicht wäre ich nicht ganz so bedrohlich gewesen dann. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht noch bedrohlich. Du warst nicht so wahnsinnig bedrohlich. Also ich habe den Ausschnitt gesehen. Eva Pattberg als eine Walküre in einem sehr schönen Walküren-Bikini. Wenn man es so sagen darf, eine sehr moderne Auslegung der Walküre. Amazoniger eher, genau. Ich hatte mir unter Walküre immer sowas... Barbara. Ja. Hier. Ja. Aber uns hat man irgendwie nicht angerufen oder hat dich jemand angerufen? Aber ihr hattet ja keine Zeit. Nee, die waren schon wieder viel zu beschäftigt. Die hatten erst den Bikini gekauft und dann haben sie auch gesagt, dass die Walküren eigentlich dünn und nur durch unsere Wagner-Vorstellung sind die so dick oder was? Ich glaube schon, dass es damit viel zu tun hat, durch Wagner und durch die Oper, dass sie diese kräftigere Statur haben in unseren Köpfen. Aber das ist, glaube ich, nicht wirklich vorgeschrieben, wie die auszusehen haben. Es ist halt eine Sagengestalt und eher die Funktion ist festgelegt. Also, wenn man eine Walküre sieht als Krieger im Kampf, dann sieht weiß man aus. Jetzt, das letzte Stündlein hat geschlagen. Das erlebe ich ja. Aber wenn du das Letzte bist, was man sozusagen sieht als Krieger, dann finde ich es dann absolut zu verschmerzen, dass man die Schlacht verliert, sozusagen. Okay. Würde ich absolut sagen. Nur zwei Wesen, also eigentlich drei, über einen hast du schon gesprochen, mit dem durchquerst du ab und zu mal die thüringische Grenze. Und dann gibt es noch Hilde und Bärbel, mit denen du das Bett teilst. Mhm. Ist das richtig? Ja, zwei Damen. Zwei Damen. Was sind das für Damen? Hilde ist unser Jack Russell Terrier und Bärbel ist unsere Mischlingshündin. Ja. Und nochmal aufs Thema Zärtlichkeit zurückzukommen. Die haben mich heute sehr zärtlich zu Hause verabschiedet, sodass man ja dann auch nicht mehr gehen mag. Mhm. Und man sitzt dann da so auf der Couch und dann gucken sie ihn so an und dann kommen sie so und legen sich so komplett auf einen drauf und dann denkst du, gibt es weibliche Terrier? Ja, sicher. Das ist natürlich. Hast du gedacht, also nicht nur in der Tierwelt? Kommen Sie eigentlich auch mal runter vom NDR-Gelände? Ja. Also wir schicken jetzt unsere männlichen Zuschauer mit den Gedanken an Eva Pattberg und zwei weichen weiblichen Hunden irgendwie sozusagen in die Träume und bedanken uns bei dir, dass du da warst. Ja. Vielen Dank, Eva Pattberg.